Produktneuheiten für 2016. Wir haben hier was Schönes bei Batavus gefunden. Ein komplett neuer Rahmen, in diesem Fall Urban City Bike mit einer Alfine 8-Gang. Sonido nennt sich das Fahrrad. Liegt im Verkaufspreis bei 1.199 Euro, so wie es hier steht. Und uns hat wirklich angesprochen, besonders schönes Design. Das fängt hier beim Rahmen an. Alles Hydroforming, das heißt auch Batavus. Die runden Rohre scheinen komplett out zu sein. Man geht auf unglaubliche Rahmenformen ein. Innen verlegte Zugführung, auch bei den Zügen hier beispielsweise der Schaltungszug wiederum in einem farblichen Abstimmung mit den Kettenschutzstreben oder auch mit dem Gepäckträger. Der Gepäckträger auch schwebt wirklich in der Luft. Das liegt daran, dass hier drunter eine entsprechende Stabilisierung ist, um den Gepäckträger hier am Hauptrahmen zu befestigen. Das ist aber unsichtbar. Das ganze Rad ausgestattet dann mit feinsten Komponenten, also Magura Hydraulikbremse als Felgenbremse, Hohlkammerfelgen, Top-Bereifung von Schwalbe, sehr solide Bereifung, sehr gute Beleuchtung, winkelverstellbarer Vorbau, den ich sehr schnell hier oben mit einer Einhandbedienung verstellen kann. Das Ganze auch noch mit Shimano Nabendynamo ausgestattet. Sehr schönes, sehr elegantes Rad, sehr leichtes Rad mit dem Aluminiumrahmen. Und eine Besonderheit, hier ist ein Gates-Antrieb drin bei der Shimano Alfine. Was ist der Vorteil gegenüber der herkömmlichen Kette? Ganz klar, A, sehr leicht, B, man hat keine Verschmutzung, man hat keine sonstigen Probleme damit, dass sich da irgendwelche Kettenglieder oder sonstiges verhaken. Gates ist gerade in Kombination mit einer Nabenschaltung wie der Alfine wirklich eine Top-Wahl. In diesem Fall Alfine mit Freilauf, 8-Gang-Schaltung und ein tolles Rad. Gelungen für 2016 von Batavus, das Sonido.